Eins, zwei, Kathi kommt vorbei. Drei, vier, steht vor der Kellertür. Fünf, sechs, den Archi holt die Hex. Sieben, acht, zum Stream die ganze Nacht. Neun, zehn, sie lässt ihn nicht mehr gehen. Hallo, Mr. Phoenix, ich bin Estelle. Ihre Frau ist bei mir in den besten Händen, glauben Sie mir, ich habe viel Erfahrung. Lassen Sie sich nicht von meinem jungen Äußeren täuschen. Ich war schon auf der Intensiv- und in der Notaufnahme. Ein Profi, zuständig für das pflegerische Wohl der Patientin. Keine Retterin eines traurigen Mannes, der mich nonstop an sich abprallen lässt. Das Leben hat noch so viel zu bieten. Wenn du an einer Sache festhältst, was längst nicht mehr ist, wird etwas Neues keine Chance haben. Verstehst scheinbar nicht. Ich will nichts Neues. Ich habe eine Frau. Gestern Nacht hätte er mich beinahe geküsst. Geküsst! Und ich hätte es sogar zugelassen. Ich empfinde etwas für den Mann meiner Patientin. Carsten darf davon natürlich niemals erfahren. Es ist das größte Glück, den einen Menschen zu finden, der denselben Herzschlag hat wie du. J.M. Cornerman. Lashes. Nur einen Wimpernschlag von dir entfernt. Gelesen von Kathi Winter. Mr. Phoenix, das, was mit Elena passiert ist, war ein schrecklicher Unfall, für den niemand etwas kann. Die Technik hat versagt. Sie hätte niemals gewollt, dass sie mit ihr gehen und aufhören, selbst zu leben. Denken Sie an Cody. Das Leben hat noch so viel zu bieten. Sie ist noch hier bei euch, auch wenn sie so weit entfernt wie der Mond scheint. Andererseits darf man die zwei weiteren Personen in diesem Haus nicht vergessen, die Tag ein, Tag aus ihr Leben bestreiten müssen. Da drüben liegt ein kleiner Junge, der anstatt mit seiner Mami zu spielen, jeden Tag dabei zusehen muss, wie seine Mutter ihr vor sich hin vegetiert. Ellie war nicht mehr Zeit vergönnt. Dennoch durfte sie ihre große Liebe finden, heiraten, ein Kind bekommen. Sie lebt doch nur, weil Schläuche und Maschinen sie am Leben halten. Glauben Sie wirklich, dass ihr Mitleid irgendetwas besser macht? Es ist das größte Glück, den einen Menschen zu finden, der denselben Herzschlag hat wie du. J.M. Cornerman. Lashes. Nur einen Wimpernschlag von dir entfernt. Gelesen von Kathi Winter. Jetzt? Ich drehe schon so lange durch, hat nur keiner merken wollen. Das erste Mal, als sie mich aus dem Hospital anriefen und sagten, dass Elena den Unfall hatte. Dann bin ich durchgedreht, als man mir erklärte, wie schwer ihre Kopfverletzungen sind und man stundenlang an ihr herumoperieren musste, um mir danach zu eröffnen, dass sie Hirnmatsch ist. Ups, ach ja, nicht zu vergessen, als sie fragten, ob ich lebenserhaltende Maßnahmen möchte. Sagt dann bitte freiwillig nein, stellt alles ab, hä? Und was haben wir jetzt? Nach fast 2 Jahren, von dem sie eines zu Hause verbringen durfte, noch von ihr? Jeden Tag zerfrisst mich die Angst, es könnte unser letzter sein. Das schlechte Gewissen hält mich in Würgegriff. Wie kann ich mein Leben genießen, wenn es ihr nicht vergönnt ist? Ich liebe sie, aber nicht mehr wie damals. Ich habe Mitleid mit ihrer Situation und hasse mich dafür, dass ich das Auto nicht ordentlich gewartet habe. Vielleicht hätte ich alles verhindern können. J.M. Cornerman. Lashes. Nur einen Wimpernschlag von dir entfernt. Gelesen von Kathi Winter. Und damit hallo und herzlich willkommen. Oh, ich muss noch umschalten. Oh, da sind wir. Hallo, ihr Verrückten. Hallo, Hija. Hallo, Keks Teddy. Hallo, Onkel Brody. Hallo, Blutfeuernacht. Hallo, Zombie-Loverin. Wilde Katze. Tatjana, Susanna. Green Mousy. Hallo, Moni. Hi, Kathi. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass du eine echte Person bist. Ich dachte, du bist so ein Internetname.
Ja, scheint, als wäre ich echt. Yeah. Ich bin doch kein Waschbär. Überraschung. Oh mein Gott, mein ganzes Leben war eine Lüge. Ja, wie ihr seht, ich habe heute einen Special-Gast dabei. Schön, dass ihr heute da seid. Mooni, Moon Raccoon, auch bekannt als der Waschbär, der alle hier die ganze Zeit bannt und ja, denen das Sprechen verbietet, habe ich so das Gefühl, oder? Ja, Moderator auf Discord und so weiter. Musik ist doch sehr laut, glaube ich. Sekunde, ich muss das irgendwie... Ich bin auch super aufgeregt und alles. Ich glaube, so ist besser, oder? Ist das zu laut? Oder geht das jetzt? Hier unser Hintergrund, wir haben mal ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Ich hoffe, dass diese Socken noch gefüllt werden mit vielen Gaben und ich hoffe, dass ihr heute einen tollen Nikolaus hattet. So. Warte, Moni ist weiblich? Das habe ich auch nicht. Bist du? Ja, ich glaube, ja. Doch, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiblich bin, ja. Okay. Wer ist größer, Moni oder Kathi? Moni ist ein ganzes Stück größer, ja? Und wie groß bist du? 1,73. Okay, ich 1,77, ja, doch. Ein paar Zentimeter. Ein ganzes Stück. Tja, Moni. Okay, ist es jetzt noch nicht besser mit der Musik? Dann, oh, so. Die Lieder sind aber teilweise leise und laut und ja. Okay, so, heute haben wir die große Release-Party. Ich freue mich riesig, weil ich sehr lange darauf gewartet habe. Das ganze Projekt sollte eigentlich ursprünglich, kleiner Tratsch aus dem Nähkästchen, ursprünglich noch vor der Babypause wollte ich das Hörbuch releasen, aber es war einfach zu stressig. Es war... es gab so viele Dinge zu tun. Wir wollten uns aufs Weihnachtsfest vorbereiten im Sommer. Und ja, dann haben wir gesagt, dann machen wir den Release einfach zum Ende des Jahres. Ist ja auch schön, hat man nochmal ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja? Auf jeden Fall, ja. Hier freue ich mich, es nochmal in Händen zu halten. Wir verlosen heute auch nochmal mit der Bartfee ein, zwei Exemplare. Und ich werde heute ein bisschen was draus vorlesen. Zur Feier des Tages. Und was machen wir noch? Heute gibt es noch ein Interview mit der Autorin. Oh, spannend. Ja, die ist ganz toll. Ah, so sympathisch. Es ist so süß, wie sie spricht. Und ihr müsst mal auf ihre Mimik achten, wenn sie redet. Ja. Ich muss schon fast weinen beim Trailer, sagt Tatjana Susanna. Ich musste heulen beim Aufnehmen. Oh ja, ich auch beim Anhören, es war... Also, Moni hat Kontrolle gehört. Ja, eindeutig. Und ich muss sagen, bei gewissen Szenen, da liefen die Tränen nur so herab. Ich bin so ein emotionaler Mensch und bei diesem Hörbuch gleich nochmal mehr. Ich bin kein emotionaler... Okay. Also, ich bin eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut, aber es gab Teile in dem Hörbuch, wo mir die Tränen runterliefen beim Lesen, wo ich so richtig... blinzeln musste, dass ich überhaupt noch Buchstaben erkenne. Aber ich wollte in dem Moment auch nicht aufhören, weil es eine echt traurige Stelle war. Und ich dachte, ja, okay, dann... Wenn man mich schluchzen hört, denken alle, boah, die ist voll professionell, die kann das richtig gut. Also es hat auf jeden Fall gepasst. Es hat gepasst. Onkel Brudi sagt, Lashes habe ich heute fertig gehört. Es ist super, das freut mich. Tatjana fragt, so schlimm? Ja, es ist ein sehr intensives Thema. Da wir erzählen gleich, worum es in dem Buch geht. Erstmal noch hier die Daten. Das Buch wirkt gar nicht so dick, aber es hat richtig viel, ich sage jetzt nicht Action, aber doch, es passiert recht viel in dem Buch. Das Hörbuch geht 4 Stunden, noch was? Ungefähr? Mhm. Ja. Ja. Ja, und ich glaube, Archi hat alle Links auch schon vorbereitet, aber vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall, shop.katiwinter.de gibt das Hörbuch. Okay, was schreiben hier die Menschen? Kicksteady sagt, das wird schwierig, ich werde immer so schnell sad. Dann brauchst du eindeutig Taschentücher, wenn du es dir anhörst. Okay, worum geht's? Also wir haben drei wichtige Personen in diesem Buch. Wir haben, die ich eben schon im Trailer gezeigt habe, das waren die drei Trailer. Wir haben Elena und Carson Phoenix, die sind miteinander verheiratet seit vielen Jahren und haben auch ein gemeinsames Kind. Und eines Tages geht sie, will sie das Haus verlassen, steckt in ihr Auto und kommt nicht mehr wieder. Vielen Dank, Mina. Sie hat einen Autounfall und liegt seitdem im Wachkoma. Und ja, nun ist die Pflegekraft, die sich sonst immer darum gekümmert hat, geht in Rente
Und nun kommt ein neues, jüngeres Mädchen, das sich um sie kümmert. Und ja, zwischen Carson Phoenix und Estelle entstehen Gefühle. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Wie geht das Leben weiter? Man hat ja Schuldgefühle gegenüber seiner Frau und will eigentlich nicht weiterleben. Gott, die Musik. Man will vielleicht gar nicht ein normales Leben haben, weil man es ja der anderen Person noch schuldet. Und man wünscht sich eigentlich die Person zurück, aber liebt man die Person noch, die da liegt, wenn sie nie wieder zurückkommt? Es sind viele Fragen. Auf jeden Fall ein sehr schweres, also wie soll man sagen, sehr emotionales Thema, das halt dann auch mitnimmt und beschäftigt durch das Hörbuch durch und das Ganze noch emotionaler macht. Ja, also ich kann mal, wir gucken uns nachher auch das Interview an, da erzählt auch die Autorin, was so, welche Verbindung sie so dazu hat. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein befreundetes Ehepaar gehabt, bei dem er irgendwann im Wachkoma lag. Also die haben Mittagsschlaf gemacht und er ist irgendwann, keine Ahnung, er ist vom Bett gefallen und hatte nicht mehr geatmet und sie ist irgendwann aufgewacht, sie ist Krankenschwester und hat ihn reanimiert und er lag seitdem im Wachkoma. Und er hat auch noch zwei Kinder mit ihr gehabt und ein Haus und sie haben beide so ein bisschen im Existenzminimum gelebt. Auf jeden Fall kam er ins Wachkoma und sie musste halt alles alleine stemmen. Es gab extra hier in der Stadt so eine Klinik, so ein Haus, wo man dann so ein eigenes Zimmer mieten kann für seinen Angehörigen, der da dann im Wachkoma liegt. Also nach Hause zu holen ist wahnsinnig teuer, ist auch so schon teuer. Ja, und sie, es war tatsächlich so, dass dieses Pärchen eine, sagen wir mal, recht offene Beziehung hatten. Also, es war ein Zwingerpärchen, aber so habe ich die nicht kennengelernt. Es war ein Zwingerpärchen und sie hat in der Zeit, in der er im Wachkoma lag, sich auch in einen anderen Mann verliebt und hat aber erst diese Beziehung nach außen getragen, als er verstorben ist. Also ja, das war an ihrem Geburtstag, dass er verstorben. Und danach hat sie erst dann diese Beziehung öffentlich gemacht. Und sie war aber in der Zeit okay damit, eine andere Beziehung zu haben. Aber so, Gott, die Musik ist gerade so feierlich. So geht nicht jeder damit um. Warte, ich habe noch andere Musik fein rausgesucht. Nicht jeder kann das einfach so normal weiterleben. Für extrem viele Menschen, ich glaube für fast alle, würde das Leben einfach stehen bleiben. Man verfällt in so eine Starre und ich weiß nicht, ob ihr euch noch trauen würdet, weiterzuleben und Glück zu empfinden. Das ist ganz schwer. Ich denke, man hat ja dann auch Schuldgefühle teilweise, wenn man sozusagen dann glücklich sein kann, während die andere Person sozusagen nicht mehr dabei sein kann, wie sie vorher dabei war. Und ich glaube, man fragt sich auch die ganze Zeit, hätte ich das gedurft? Ja, so. Stimmt. Ja, und wie hätte die andere Person reagiert? Ja, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich werde gleich mal anfangen, in das Buch reinzulesen, dass wir so ein bisschen schon mal ein Gefühl dafür haben. Ich werde euch erstmal den Anfang zeigen und danach kommt die Bartfee, habe ich gehört, oder? Mhm. Die Nikolaus-Bartfee. Nur ich sehe gerade, es redet gar keiner mit uns. Irgendwie nicht, nein. Sehr traurig. Ich hätte mir gewünscht, dass jetzt in dem Moment Menschen ihre Beitrag dazu schreiben. Aber das kommt gleich noch. Genau, bestimmt nach dem Text. Nach dem Text. Aber wir warten noch 5 Minuten, bis die Leute sich... Wir lauschen dir. Danke, Blutfeiernacht. Okay, hier hat die Links gepostet. Also, das kann ich gleich mal erzählen. Wer es downloaden möchte, das findet er auf Bandcamp. hörbücher.katiwinter.de/lashes1. Aber wahrscheinlich werde ich, wenn ich es auf YouTube hochlade, alle Links nochmal unten reinposten und hier seht ihr sie im Chat. Also Achi hat sie gerade gepostet und ja, da gibt es das auf jeden Fall zum Download, dann könnt ihr es direkt heute noch anhören. Oder auf CD, wir haben es hier auch auf CD, dann kriegt ihr noch 2 Aufkleber dazu. Und da ist sie. Super geil. Und 4,5 Stunden Hörbuch, Hörspielzeit könnt ihr euch auch als CD holen. Und das sind sozusagen die, man kann die sammeln.
Die haben hier alle so eine Kathi Winterkrone und sieht toll aus. Du hast eigentlich, ja, du hast alle, oder? Ja, die sehen super aus im Regal, wenn die so dann nebeneinander stehen. Vor allem, wenn man so einen Sammler-Tick hat wie ich. Ah. Das sieht super aus. Ah, das freut mich. Creepy König sagt, seine Situation wünsche ich nicht mehr meinen schlimmsten Feind. Zombie Loverin sagt, für mich würde sich das wie Betrügen anfühlen. Für mich auch. Mhm. Also, ich kann auch mal kurz erzählen. Man hat immer in diesem Buch zwei Sichten. Zwei Sichtweisen. Einmal Estelle, die Pflegerin, und einmal Carsten. Und es ist halt so, dass die Frau einen Sohn und einen Mann hinterlässt. Und für mich war es die ganze Zeit so, ich habe auch einen Sohn und einen Mann. Das war halt voll... Stimmt, kannst du dich voll gut reinversetzen. Das war so richtig, wer denkt an die Frau? Also in dem Buch kriegt man schon mit, dass sie noch was mitkriegt. Also das ist halt immer die Frage, wie viel kriegen Patienten mit, die im Koma liegen. Und da kann ich auch erzählen, ich bin einmal dort in das Haus gegangen, wo dieses Zimmer gemietet war für meinen Freund, Bekannten. Und ich bin rein, habe die Tür aufgerissen und habe ihn dort liegen sehen, wie er so mit offenen Augen einfach so irgendwie in die Ferne gestarrt hat. Und dann habe ich ganz fröhlich gerufen, hey Stefan! Und mit einem Mal, so wie so ein Schalter, haben sich seine Augen in meine Richtung bewegt und dann sind sie aber da geblieben. Ich bin dann einfach einmal ums Bett rum und dann wieder zu ihm nach vorne und die haben sich halt nicht mehr bewegt. Aber er hat in dem Moment drauf reagiert. Das war, ja. Also ich war auch nur zweimal da und dann ist er auch schon verstorben. Ja, auf jeden Fall, die kriegen was mit. Und mein Nachbar zum Beispiel, der lag mal im richtigen Koma nach einem Autounfall, der ist wieder wach und fit und alles, dem ist nichts passiert, zum Glück. Der hat gesagt, der hat halt die Musik, die seine Mutter ihm immer als Kopfhörer gemacht hat, die hat er die ganze Zeit gehört. Und für ihn war es so wie ein langer Traum, dass er so im Urlaub war auf so einer Insel und immer seine Musik gehört hat. So war seine Erfahrung mit Koma. Und ja. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die im Koma waren, dass sie sozusagen wie halt alles mitbekommen haben, aber halt aus einer anderen Sicht, nicht in ihrem Körper, sondern dass sie wie so zugeschaut haben. Oder halt einfach nur alles gehört haben, was passiert ist. Genau, und so ist es dort auch in dem Buch Lashes. Die Frau bekommt tatsächlich das mit. Und sie versucht auch irgendwie, das ist jetzt nicht Fantasy oder so, sie versucht zu kommunizieren, wie kann ein Wachkoma-Patient das machen? Vielleicht über Herzschlag. Man kann ja auch nicht kontrollieren, wenn man jetzt Herzrasen kriegt oder so. Ja, oder Temperaturabfall. Wenn man wütend oder erschrocken wird, dann sinkt ja auch die Temperatur. Oder wenn man wütend ist, steigt sie. Und so sind das die Zeichen, die man als Leser schon mitbekommt. Weil man ja auch nicht in die Koma-Patientin, in Elena, reingucken kann. Aber man sieht das als Leser und die Personen können das nicht lesen. Ja, sag mal was dazu. Ja, es ist halt einfach schwer, wie man kommunizieren kann. Also ich finde, im Buch wird es auch gut dargestellt, dass sie sozusagen eben mit jemandem reden will. Und ich denke, also ich habe das Gefühl, Estelle beispielsweise verstand sie sehr gut oder hat ihre Signale gut wahrnehmen können oder hat zumindest wie versucht, so das herzustellen. Also sie hat es versucht, aber ich glaube, so eine große Information hat sie nicht. Ja, gut. Aber ich habe so das Gefühl, sie hat sie fast ein bisschen besser verstanden als der Mann in der Situation. Sie konnte sie ein bisschen besser lesen. Mina sagt, auf jeden Fall würde ich niemals aufhören, ihn ständig zu besuchen und immer mit ihm zu reden. Also zum Beispiel habe ich mir auch vorgestellt, was würde Archie machen, wenn ich im Wachkoma läge und er jetzt mit Levi so allein wäre. Archie hätte niemals irgendwie sein Leben normal weitergelebt, glaube ich. Und das wünscht man sich aber selber nicht. Also ich hätte mir dann schon gewünscht, dass Archie irgendwie versucht, wieder klarzukommen im Leben. Aber er hätte das nie gekonnt. Also das ist irgendwie so, tja, ganz komisch. Danke, wilde Katze. auf jeden Fall, wir sprechen gleich drüber. Ich werde jetzt erstmal lesen. Moni,
wenn dir es unangenehm ist, wie in die Leere zu starren, du kannst auch jederzeit dann einfach rausgehen, okay. Wenn du denkst, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. So viele Leute starren mich an und ich starre einfach noch vor mich hin. Ja. Wenn ich Hörbuch höre, dann muss ich immer was dabei machen. Ich kann nicht einfach nur da sitzen. Ja, ich mache auch immer was nebenbei. Was machst du? Verschiedenes. Manchmal arbeite ich am Computer nebenbei oder puzzelt, habe ich früher oft gepuzzelt neben dem Hörbuch. Ja, das mache ich auch. Creepy Marie sagt, in einem Buch, was ich mal gelesen habe, hat ein Mädchen einen Koma lag, zufällig im Krankenhaus gesehen und sie hat dann angefangen, ihnen immer Geschichten vorzulesen. Ach, das ist aber schön. Ach, Jam Connerman ist da. Hallöchen, die Autorin ist da. Ihr könnt ihr also nebenbei auch Fragen stellen, wie ich sehe. Schön, dass du da bist. Freue ich mich riesig. Dein Interview kommt übrigens dann auch gleich. wenn ihr also beim Lesen jetzt oder generell während des Streams Fragen habt, die Autorin ist anwesend und ja, wird sie euch sicherlich mit viel Freude beantworten. Jetzt bin ich aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch lesen kann. Ich werde bestimmt jetzt das ganze Alphabet vergessen. Okay, soll ich jetzt anfangen? Ja. Also, ich sag's nochmal ganz kurz. Es sind immer zwei Sichtweisen. Wir sind jetzt gerade am Anfang. Sie begegnen sich jetzt erst. Und am Anfang werden wir in den Alltag reingeworfen von Carson Phoenix, dem Mann mit seinem Sohn, der von nun an nicht nur die Aufgaben eines Vaters übernehmen muss, sondern auch die von einer Mutter und damit völlig überfordert ist. Das Kind, das immer noch eine Mutter braucht und er kann es ihr nicht geben. Und diesen ganzen Konflikt, diese ganzen Probleme, die werden jetzt in diesem Kapitel ziemlich deutlich. Sie kommen später nochmal auf ganz herzzerreißende Weise nochmal deutlich. Aber hier wird der Leser schon direkt ins Geschehen reingeworfen und da werden wir uns jetzt auch reinwerfen. Okay. Danke, wilde Katze. Carson Phoenix. Während ich mit Cody herumdebattiere, dass Cornflakes nicht wirklich unter ausgewogenes Frühstück fallen, reißt er sich wütend die Socken von den Füßen und wirft sie demonstrativ auf den Tisch. »Kleiner Mann, nimm die Socken runter«, ermahne ich ihn. Doch der besagte kleine Mann, scheinbar der Trotzphase noch nicht entwachsen, schüttelt heftig den Kopf. »Das soll Mami machen«, schreit er. »Diese Momente hasse ich. Dieses Thema und die Situation hasse ich erst recht. Mit meiner Hand fahre ich mir über die Stirn, atme ein paar Mal tief ein und aus. Ach, den Tipp hat mir Ellie damals gegeben. Sie sagte immer, so könne man herunterfahren.« Aber ich versuche damit bloß Zeit zu schinden, denn ich weiß nicht einmal, wie ich das lösen soll. Mami kann doch keine Socken mehr anziehen, stottere ich los. Aber wann kann sie das denn wieder? Schluchzt Cody und ich würde so gern diesem Ding namens Schicksal die Fresse polieren. Ich weiß es nicht. Wir müssen Geduld haben. Deswegen musst du dir die Socken allein anziehen oder dir von mir helfen lassen, Champion. Jetzt ein wenig Beeilung. Iss bitte zu den Cornflakes noch den Apfel, den ich dir aufgeschnitten habe. Wir müssen gleich los, erkläre ich in der Hoffnung, das Thema so abzuhacken. Dass Ellie ihm nie wieder mit den Socken helfen wird, weiß ich genau. Und dennoch bringe ich es nicht über mein Herz, ihm die Wahrheit zu sagen. Rede mich stattdessen lieber raus. Seit einem Jahr liegt Elena jetzt schon in ihrem Bett. Nach dem ewig langen Krankenhausaufenthalt war ich gezwungen, das Gästezimmer umzubauen, damit wir sie überhaupt wieder zu uns holen konnten. Die ganzen Apparaturen, die sie mehr oder minder am Leben halten, brauchten Platz. Kannst du schweigen, dass das Pflegebett nicht in unser Schlafzimmer gepasst hätte. Wobei an Zweisamkeit und Intimität gar kein Gedanke mehr verschwendet werden kann. Eine Ehe also, die nur noch auf dem Papier existiert. Schlimmer ist sie jedoch für Cody. Denn mehr als den Namen auf der Geburtsurkunde hat er von seiner Mami nicht mehr. Wenn man es genau nimmt, lebt Elena eigentlich nur noch zur Hälfte hier bei uns. Zwar liegt ihr Körper nur zwei Zimmer von uns entfernt, aber der andere Teil von ihr ist längst von uns gegangen. Ich weiß, Mami kann schon wieder mit den Wimpern schlagen, sagt Cody und erfreut schiebt sich einen Löffel,
sagt Cody erfreut und schiebt sich einen Löffel der süßen Flakes in den Mund, um direkt ein Stück Apfel hinterherzuschieben. Genau, Mami macht das toll, entgegne ich mit brüchiger Stimme und versuche zu lächeln. Ich fühle mich schlecht, dass ich unserem Kind Tag für Tag etwas vormache. Aber ich schaffe es auch fast 2 Jahre später noch nicht, ihm die ganze Wahrheit zu sagen. Eleanor wird nie wieder die werden, die damals das Haus verließ, um unser Kind vom Kindergarten abzuholen, als die scheiß Bremsen versagten. Dad? Yep. Wer kommt eigentlich, wenn Mrs. Mance geht? Mrs. Mance ist die Krankenschwester meiner Frau. Sie und 2 weitere Pflegekräfte versorgen sie, während ich arbeiten gehe oder mich um Cody kümmere. Doch Mrs. Mance ist viel mehr für den Kleinen wie eine Oma und für mich oft rettender Anker. Nun geht sie leider in Rente, aber die Station hat uns mitgeteilt, dass sie eine tolle junge Schwester als Nachfolgerin gefunden haben. Der Gedanke, mich schon wieder umstellen und anpassen zu müssen, belastet mich. Jemand Neues in mein Haus zu haben, alles erklären zu müssen, mich an sie zu gewöhnen. Ich habe die Schnauze so voll und sehne mich einfach nur danach, dass alles bleibt, wie es ist. In ein paar Tagen kommt die neue Schwester. Vorher müssen wir für Mrs. Mance noch ein großartiges Abschiedsgeschenk kaufen. Oder wie siehst du das, Großer? Cody hüpft auf seinem Stuhl umher, greift begeistert nach seinen Socken und schlüpft hinein. Ach, endlich. Mit einem Stoßgebet bedanke ich mich für die Lösung meines Problems, auch wenn der Himmel mich in der Vergangenheit echt hat hängen lassen. Estelle Montgomery. Das ist jetzt sie. Etwas nervös bin ich ja schon, aber das ist man ja immer, wenn man etwas Neues beginnt. Mit zittrigen Fingern betätige ich die Klingel und warte darauf, dass man mir die Tür öffnet. Ich trete einen Schritt zurück, sehe die Fassade empor. Ein wirklich schönes Haus. Noch nicht sehr alt und ziemlich groß. Ein selbstgetöpfertes Namensschild erklärt mir, dass hier die Familie Phoenix lebt. Mit Sicherheit das Werk von Mrs. Phoenix, als sie noch gesund war. Die Akte kenne ich mittlerweile auswendig. Ihr Schicksal geht mir sehr nah. Gerade mal 35 und für den Rest des Lebens ans Bett gefesselt. Ihr Ehemann Mr. Phoenix ist auch erst 35 und Wissenschaftler. Bestimmt so ein Nerd mit geklebter Hornbrille. Cody, ihr gemeinsamer Sohn, besucht inzwischen die Vorschule. All das kann Mrs. Phoenix schon nicht mehr miterleben. Mit einem Ruck öffnet sich die Tür und ich starre einen schätzungsweise 1,70 Meter großen Mann mit Halbglatze und der bereits zermuteten Hornbrille an. Das muss mein neuer Chef sein, denke ich. Um direkt einen guten Eindruck zu hinterlassen, strecke ich ihm lächelnd die Hand entgegen. Hallo, Mr. Phoenix, ich bin Estelle. Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich lerne schnell, sodass Sie kaum etwas von mir mitbekommen werden. Ihre Frau ist bei mir in den besten Händen, glauben Sie mir, ich habe viel Erfahrung. Lassen Sie sich nicht von meinem jungen Äußeren täuschen. Ich war schon auf der Intensiv- und in der Notaufnahme. Einige Jahre habe ich zudem in der allgemeinen Pflege gearbeitet, also keine Angst. Ich werde mich hier super eingewöhnen und Sie können sich ohne Bedenken um Ihren Sohn und alles Weitere kümmern. Stolz und mit sternkerzengeraden Rücken stehe ich da, im Glauben, mich perfekt präsentiert zu haben. Der Mann schmunzelt und betrachtet mich von Kopf bis Fuß. Leider muss ich Sie enttäuschen. Mr. Phoenix redet gerade noch mit Ihrer Kollegin. Aber Ihre Darbietung war grandios. Sollte ich irgendwann an meine Schwester benötigen, dann sicherlich genauso eine motivierte Person wie Sie. Aber jetzt kommen Sie da erstmal rein. Enttäuscht lasse ich den Kopf hängen und laufe hinter ihm ins Haus. Ich hätte schwören können, Mr. Phoenix vor mir zu haben. In der Küche angelangt, sehe ich Mrs. Mance, die mich für diese Stelle empfohlen hatte, mit einem Mann reden, bei dessen Anblick mir ganz anders wird. Wow, Mr. Phoenix. Bitte lass mich nicht wieder falsch liegen. Ist guter 1,90 Meter groß, hat kurze dunkle Haare, die an den Schläfen gräulich schimmern und einen durchtrainierten Körper, der sich unter seinem Hemd abzeichnet. Himmel, was tue ich hier gerade? Statt souverän auf ihn zuzugehen, schmachte ich den Mann, dessen Frau ich in Zukunft zu betreuen habe, mit großen Augen an. Beschämt versuche ich mich etwas hinter dem kleineren Mann, den ich mit ihm verwechselt hatte, zu verstecken.
Doch Mrs. Maines wird auf uns aufmerksam und lächelt zu mir herüber. Estelle, meine Liebe, wie schön und wie immer auf die Minute. Carsten, darf ich dir meine Nachfolgerin vorstellen? Estelle Montgomery, sagt sie freudig und winkt mich zu sich. Nur mit Gänseschritten schaffe ich es, auf ihn zuzulaufen und schlucke dabei schwer. Guten Tag, Mr. Phoenix, sehr erfreut, stottere ich leise. Hallo, erwidert er kurz angebunden. Die Hand, die ich ihm reiche, ignoriert er gekonnt, indem er sich direkt wieder Mrs. Maines zuwendet. So, mein neuer Chef kann mich also nicht leiten. Keine Sorge, Carson, ich bringe ihr alles bei, was sie wissen muss. Estelle ist fantastisch. Sie lernt schnell und wird genauso liebevoll mit Ellie umgehen, wie ich es tat. Ein genervtes Murren zeigt mir, dass Mr. Phoenix die Sache wohl anders sieht. Carson, nun lass die junge Frau erst mal ankommen und sich einleben. Sicherlich ist das alles auch für sie neu und nicht so leicht. Mischt sich der andere Herr beschwichtigend ein, während ich daneben stehe wie bestellt und nicht abgeholt. Mir hat damals auch keiner Zeit gelassen, mich an meine Situation zu gewöhnen, schimpft er laut. Er geht auf mich zu, streift kurz meinen Arm, als er sich an mir vorbeischiebt und verschwindet mit einer knallenden Tür. Mrs. Maines und der freundliche Herr schauen mich betrübt an. Die Situation ist mir unangenehm. Er hatte mir noch nicht einmal eine Sekunde lang die Chance gegeben, zu zeigen, was ich kann. Zudem fühle ich mich unwohl in einem unbekannten Haus mit einer neuen Patientin. Es ist auch für eine Pflegekraft nicht leicht, in eine solch private Atmosphäre zu kommen und sich darin zurechtzufinden. Estelle, komm, ich stell dir Mrs. Phoenix vor, sagt Mrs. Maines und deutet den Gang entlang. Ohne ein Wort zu sagen, folge ich ihr. Auch der nette Mann begleitet uns und ich frage mich noch immer, wer er ist und was für eine Funktion er hier hat. Meine Kollegin öffnet die Tür zum Krankenzimmer und ich bin überrascht, wie lichtdurchflutet und freundlich es wirkt. Unzählige selbstgemalte Kinderbilder, die mit Sicherheit der kleine Cody für seine Mami gemalt hat, zieren die zarten, zitronengelben Wände. Eine Beatmungsmaschine mit dem mir so vertrauten brummenden und pumpenden Geräusch steht neben dem großen Pflegebett. Darin liegt sie, weich und bequem auf der Seite gelagert. Mrs. Phoenix. Kinnlanges blondes Haar, bleiche Wangen und alles duftet nach einer vanilligen Creme. Wie sie mit den geschlossenen Augen so daliegt, könnte man meinen, sie hätte einen Mittagsschlaf, nur geht dieser vermutlich den Rest ihres Lebens. Ich habe sie gerade vor einer halben Stunde gewaschen und fertig für den Tag gemacht. Es geht ihr aktuell sehr gut, beginnt die große, stämmige Frau. Aus der Innentasche meiner Jacke hole ich mein Schreibzeug und notiere alle wichtigen Details. Ich muss schnell sein, denn Mrs. Maines redet wie ein Wasserfall und ich will ja nichts vergessen. Der Mann, der schon die ganze Zeit dabei steht, ohne sich bisher vorgestellt zu haben, stellt sich an den Rand des Bettes und streichelt Esther zärtlich über die Wange. Dr. Warner ist ein sehr guter Freund der Familie und Codys Patenonkel. Er und Mr. Phoenix arbeiten gemeinsam an der Universität, erklärt sie mir, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Zuerst dachte ich, mir wäre die Frage laut herausgerutscht, doch Mr. Warners Reaktion, ein begrüßendes Nicken in meine Richtung, lässt nicht darauf schließen. Zumindest weiß ich jetzt, wer er ist und was er hier macht. Langsam trete ich näher an Mrs. Phoenix Bett heran. Sofort bemerke ich die eingefallenen Wangen und dünne Arme, die aus dem Nachthemd lugen. Ihr wahres Alter ist nicht mehr zu erkennen. Sie wirkt viel älter, doch aus meiner Erfahrung weiß ich, dass sie im gesunden Zustand sicherlich eine wunderschöne Frau gewesen ist. Vor mir liegt ein Mensch, bei dem ich nicht weiß, wie viel noch von ihr unter uns weilt, für den es aber noch nicht an der Zeit ist, zu gehen. Oh, jetzt werde ich gleich wieder ganz traurig. Sehr schön gelesen, auf jeden Fall. Ah, danke. Ich guck mal gerade, was hier geschrieben wurde. James Connerman, hallo, nochmal, sagt, Lashes zu schreiben hat mich verschlungen. Ich habe innerhalb von 3 Monaten dieses Buch geschrieben. Wow.
Genau, sie ist nämlich Kinderkrankenschwester, das hätte ich jetzt als nächstes erzählt. Also das Buch ist dementsprechend auch sehr authentisch geschrieben und man merkt auch, dass die Autorin weiß, was sie da schreibt, wodurch das ganze Buch gleich nochmal ja, ziemlich realer wirkt. Mhm, ja. Richtig authentisch auch, weil man kann aus Büchern rauslesen, ob das medizinische Know-how da ist oder nicht, und bei Lashes hat man das gemerkt, dass das authentisch ist und dass man weiß, wovon man da jetzt liest und dass da gut recherchiert wurde. Ja, oder generell, dass da Wissen ist. Ja, genau. Violet Viola sagt, echt traurige Geschichte, das ist sie. Und sie hat gerade erst angefangen und das wird so schlimm. Es wird so schlimm. Mina sagt, bis jetzt klingt es richtig gut. Wunderschön gelesen, Kathi. Danke, The Awoken Hero. Jim Conneman lobt mich, das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Ich war super nervös gerade. Und als ich mich verlesen habe, dachte ich, oh Gott. Dass dich verlesen, das habe ich gar nicht gesagt. Danke. Nee, ja. Du liest das immer so gut und vor allem auch die Rollen, man ist direkt wieder im Buch drin. Und ganz ehrlich, manchmal merke ich gar nicht, dass das alles du liest, weil teilweise man wirklich die Person raushört. Und das schätze ich so voll, wenn man dir die Hörbücher zuhört. Das freut mich voll. Ja, ich habe immer so Angst, wenn ich jetzt ein neues Hörbuch mache und dann kommen wir in eine Community, die mich halt noch nicht kennen. Und dann habe ich eine Männerrolle. Das ist halt immer so, da denke ich immer, jetzt wird mir gleich ein Stolperstein draus gehen. Gar nicht. Und vor allem auch für euch zum Beispiel, Kathi hat sich die Rollen auch gar nicht angestrichen. Die hat jetzt einfach aus dem Buch heraus direkt gelesen, also die ältere Frau auch, also die vorherige Pflegerin, direkt umgeswitcht. Ich saß so da und dachte mir so, wow, ich dachte, sie hat sich das angestrichen, aber nein, einfach alles direkt. Ja, aber ein ganzes Buch könntest du auch nicht anstreichen. Ja, klar, aber trotzdem, ich meine. Ja, man muss immer quasi schneller lesen, als man spricht, dass man schon die nächste Zeile liest. Ja. Wie lang ist das Buch, fragt Creepy Marie. Also, es geht ungefähr 4,1 Stunde. Ja, also 4 Stunden ungefähr, ein bisschen mehr. Kathi, wirst du auch den zweiten Teil vertonen? Ja, den werde ich vertonen. Er liegt auf meinem Nachttisch. Auch schon. Es ist, ich kämpfe immer noch mit dem... Ich bin emotional noch nicht ganz bereit, das zweite Buch reinzukommen, obwohl ich wissen will, wie es weitergeht. Das Ende ist nämlich fantastisch geschrieben. Ohne zu spoilern, ist es fantastisch. Oh ja. Und man muss wissen, wie es weitergeht. An sich hätte das Buch auch an der Stelle enden können. Mhm. Ja, aber es wäre ein sehr, sehr, sehr gemeines Ende gewesen. Sehr, sehr gemein. Ja. Danke, wilde Katze. Ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz kleiner Auszug gewesen. Ich will euch nachher noch eines meiner absoluten Lieblingskapitel vorstellen, was so genial gelungen ist. Sehr intensiv. Aber jetzt machen wir erst die Badfee oder machen wir erst das Interview? Was machen wir? Wollt ihr zuerst die Verlosung oder zuerst das Interview hören? Interview. Und alle so, oh, bitte mach die Verlosung. Also heute verschenken wir... Wie viele Hörbücher? Wie viele willst du verschenken? Ich weiß nicht, 2. Nach jetzt und nach dem nächsten Teil? Nochmal? Also nach dem nächsten Leseteil? Bartfee. Interview. Alle meinen das. Oh nein, das. Ja! Ich kann mir vorstellen, dass jetzt für dich so Angst ist, ich würde auch sterben, aber du hast es toll gemacht und du warst so süß. Eine Frage, ich weiß nicht, ob es bei mir untergegangen ist oder bei dir oder ich es nicht gefunden habe. Die eine Frage war nicht beantwortet, aber vielleicht kannst du sie nachher nochmal beantworten. Warum du dich dafür entschieden hast, das in den USA spielen zu lassen. Denn spielt in den USA. Und ja, genau. Jim Conneman war auch noch krank in der ganzen Zeit, wo sie das Interview aufgenommen hat. Also seid nicht zu hart, aber sie sieht gut aus. Also, sie sieht, dafür, dass sie krank ist, sieht sie sehr gut aus. Sie sieht auch so gut aus, aber sie sieht sehr gut aus. Okay, ich zeige jetzt das Interview. Und danach beantwortet Jay noch diese eine Frage. Ich muss nur mal Musik ausmachen und uns kurz muten. Also wir machen es nämlich so, das Interview geht ungefähr 8 Minuten.
Ich habe ihr die Fragen geschickt und die Fragen sind nicht von mir, sondern ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das Hörbuch gemacht habe, habe ich zwei Testhörerinnen gehabt. Moni und Bex. Und da Bex halt auch schon den kompletten Inhalt kannte, war das ideal, dass sie die Fragen vorbereitet hat, die ich dann weitergeleitet habe an Jay. Und nein, das ist nicht verschissen. Und ja, deswegen wird da auch von mir in der dritten Person gesprochen. Also nicht wundern, das war nicht ich. Ich fand die Fragen aber perfekt, deswegen habe ich sie einfach so reingenommen. Und ihr seht die Frage immer schriftlich. Ich habe jetzt nicht nochmal sie eingesprochen oder so. Das war nämlich ein bisschen weird, wenn ich von mir in der dritten Person rede. Das heißt, ihr werdet jetzt immer die Frage lesen. Die steht halt eine Weile da und ich hoffe, dass sie auch nicht zu lang oder zu kurz da steht. Und dann werdet ihr Jay sehen. Seid ihr bereit? Sind alle bereit? Ich bin ready. Okay, wir hören es nicht, weil das halt in Ubisoft ist und dann... Also werde ich uns einfach muten und es geht jetzt gleich los. Seid ihr alle bereit? Okay. Hallo, ihr Lieben. Meine Antwort zur Frage Nummer 1. Autobiografisch, Lashes mit Sicherheit. Da ich ja im wahren Leben gelernte Kinderkrankenschwester bin und da sehr viel Erfahrung auch gesammelt habe, ist in Lashes natürlich nichts recherchiert, sondern alles aus eigener Erfahrung umgesetzt worden, sozusagen von meiner Erfahrung als Kinderkrankenschwester bei Kindern auf den Fall einer Erwachsenen. Bei den Boxern habe ich natürlich recherchieren müssen, ganz klar. Da war ich sogar mit meinen Adminas von meiner Fanpage auf einem MMA-Fight und habe mir das mal angeguckt, wie das dann so wirkt, wenn so Muskelpakete aufeinander einschlagen und sich im wahrsten Sinne des Wortes die Fresse polieren. War sehr spannend. Sehr sexy, was ja für meine Bücher auch nicht ganz so unsinnig ist. Und von daher, solche Recherchen mache ich dann schon. Das auf alle Fälle, aber in Lashes ist sehr viel Autobiografisches drin. Lashes traurig, ja klar, ist Lashes ein Liebesdrama, aber eigentlich habe ich gedacht, dass in Lashes ja auch sehr viele Momente dabei sind, die auch sehr, sehr schön sind, obwohl sie so klitzeklein sind, sind sie sehr wertvoll und ganz besonders. Und das sind so Sachen, wo ich für mich schon in Form des Schreibens Berge versetzen kann und Dinge so gestalten kann, dass gerade solche Kleinigkeiten, solche kleinen schönen Momente in einer Umgebung, die so schrecklich und furchtbar ist, dass man es eigentlich gar nicht ertragen kann, dass ich es dennoch schaffen kann, mit diesen Kleinigkeiten ganz besondere Momente zu schaffen. Und solche Momente sind ja ganz vielen Menschen im wahren Leben nicht mal gegönnt. Und deswegen diese Aussage, dass ich mit beim Schreiben einfach auch Berge versetzen kann und Dinge anders gestalten kann. Und das habe ich in Lashes auch versucht. In der Punish-Reihe beispielsweise merkt man das noch mehr, weil Punish ist immer Happy End, immer. Das ist etwas, was ich von mir verlange. Das ist etwas, was die Leser auch schon von mir verlangen. Und da rücke ich alles so gerade, egal wie schwierig und kompliziert die Sache am Anfang auch ist, am Ende geht sie gut aus. Und das ist cool. Also das würde ich ja im wahren Leben manchmal gerne selbst bei mir auch oder bei anderen, bei Freunden und Bekannten auch gerne umsetzen. Aber mit Worten als Schriftstellerin ist es schön, das machen zu können.
Meine Stichwörter, meine 5 Stichwörter. Emotion, Liebe, Zusammenhalt, Respekt. Wie viel habe ich denn jetzt? Liebe, Zusammenhalt, Emotionen, Respekt, 4. Und Freundschaft. Das sind alles Dinge, die ich im heutigen Leben oder in meinem heutigen Umfeld ganz krass vermisse. Bei vielen. Also nicht bei vielen alles vermisse, sondern bei vielen Menschen um mich rum oder auch Bekannte, die ich so im Umgang miteinander erlebe, dass immer irgendwo was fehlt. Also entweder es fehlt der Respekt oder bei anderen fehlt der Zusammenhalt. Bei wiederum anderen fehlt so die Freunde, die Freundschaft. Bei wiederum anderen gibt es keine Liebe. Das sind wirklich Schlagwörter, die in meinen Büchern ganz arg hervorgehoben werden und die ich für mich sehr wichtig finde und in den Büchern auch immer wieder konkretisiere. Ach, lass mich mal träumen. 10 Folgen Punish als Serie. Das wäre cool. Mit lauter Boxern, lauter coole, heiße Typen, die um ihre Mädels kämpfen und die zusammenhalten und die eine wahnsinnig coole Kumpelklicke sind und wo der eine dem anderen auch mal aufs Dach schlägt und sagt, ey, komm, krieg dich mal wieder gespult. Punish als Serie. Oh, das wäre. Was kam zuerst? Zuerst kam die Grundidee zu Lashes. Die Grundidee entstand letztes Jahr an der Leipziger Buchmesse 2018 bei einem Glas Montepulciano und später Espressi mit Marie Merz, wo wir auch so ein bisschen über unser Privatleben geredet haben. Und da entstand dann die Idee, ein Buch darüber zu schreiben, welche Schicksale ich selber auch schon betreut habe. Nur in umgekehrter Form halt, dass ein Kind halt im Wachkummer zum Beispiel liegt. Ja, und dann kam die Idee zu Lashes. Und bei Lashes kam dann auch zuerst der Titel Lashes, nur ein Wimpernschlag von dir entfernt. Und dann habe ich dir immer weiter gesponnen und dann kam so peu à peu Estelle, Elena, Carson und der kleine Cody. Ja, Sherlock. Oh, Hammer. In der Tat habe ich in der Punisher Reihe der, was ist denn das, Band 8, Band 7, Holly. Bei Holly habe ich einen Romantic Thriller geschrieben. Mein allererster kleine Fußstapfen in den Thriller-Bereich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ist halt immer ein sehr logischer Job, wo man nicht so viel auf meines Erachtens die Sache einfach so laufen lassen kann, was ich ganz gerne bei meinen Liebesromanen mag, wenn ich anfange zu schreiben, dass die einfach so vor sich hin arbeiten und sich entwickeln können. Bei einem Thriller oder bei einem Krimi oder so, da brauchst du einfach ein ganz logisches Netz und du musst vorher schon gebaut haben, wie es anfängt, wo der Höhepunkt ist und vor allen Dingen, wo es endet. Und weiß nicht, ob ich das so hinbekomme, weil mir da einfach auch die Erfahrung fehlt. Interessant wäre es auf alle Fälle. Allerdings, was ich wahnsinnig gerne noch machen möchte, und da steht auch schon alles, ist mein Jugendbuch. Das will ich auf alle Fälle noch schreiben, weil da ist der Reiz irgendwie ganz groß, für Jugendliche ein interessantes Buch auf den Markt zu bringen. Vielen Dank. Danke für das tolle Interview. Wie ihr gesehen habt, sieht sie gar nicht so schrecklich aus, wie sie selbst sagt. Nein, es war ein sehr schönes Interview. Ich finde auch sehr, du konntest jetzt nicht hören,
Aber es war total sympathisch und total aufschlussreich. Und ich habe gerade schon gelesen, alle freuen sich wegen der Verbindung zu Marie Merz. Es kommt durch die Bookbitches. Ein Projekt, das ich euch im Januar mal vorstellen werde. Und Tatjana Susanne sagt, jetzt möchte ich dieses Hörbuch noch mehr haben. Was schreibt ihr noch? Das war ein tolles Interview, sagt Onkel Brody. Ja, sehr gutes Interview. Ja, also, deswegen, keine Angst, aber eine Frage fehlte halt in dem Interview. Warum hast du das in den USA spielen lassen und nicht beispielsweise in Deutschland? Vielleicht eine Frage, die du noch beantworten kannst, wenn du ja jetzt gerade schon nebenbei alle anderen Fragen beantwortest. Blutfeuernacht sagt, sehr interessant und sehr sympathisch. Zermana sagt, sehr tolles Interview. Ja, auf jeden Fall, das war die Autorin, J.M. Cornerman von Lashes. Und bevor wir jetzt nochmal einen Auszug lesen, gibt's die Bartfee. Yep. Okay, wir erklären gleich nochmal die Regeln für die Bartfee. Und zwar, was... Mit Wegdrehen habt ihr das immer gemacht, ja, oder? Ja, aber ich habe gerade überlegt, wir wollen kein Spam-Spiel mehr draus machen. Okay. Lieber sollen die Leute schreiben, warum sie Lashes haben wollen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Das ist kein Gespam mehr. Da würde ich sagen, fangt an zu tippen und Moni dreht sich jetzt irgendwann weg und sagt irgendwann in den nächsten 2 Minuten Stopp. Okay. Bartfee. Die Bartfee ist nämlich unsere Glücksfee. Früher hatte unsere Bartfee tatsächlich mal einen Bart, aber Moni hat sich rasiert und darum ist sie halt keine richtige Bartfee. Und jetzt geht das los. Ihr könnt sehr gerne schreiben, warum ihr gerne Lashes haben wollt. Und irgendwann sagt Moni Stopp. Und es hat übrigens noch keiner geschrieben. Oh, die tippen jetzt alle, also nicht wundern. Irgendwann sagt Moni Stopp. Das heißt, ich gebe ihr auch kein Zeichen. Meine Hände sind hier und am Tisch. und dann wird derjenige, der gerade in dem Moment was geschrieben hat, wird das Hörbuch bekommen. Und Archi wird denjenigen dann anschreiben. Oder ihr werdet Archi anschreiben. Wir finden einen Weg. Ja. Jim Conneman sagt, die Punish-Reihe spielt in Amerika. Stopp. Das ist Mina. Das hat erst einer geschrieben. Einer. Okay, dann müssen wir beim nächsten bisschen einfach Copy und Paste machen, oder? Okay, ja. Die Punish-Reihe spielt in Amerika. Der Switch auf Namen wie Fritz, Charlotte. Jetzt hätten alle geschrieben. Soll ich nochmal sonst, oder? Dann, wir haben heute nur 2. Dann okay. Hätten wir nachher keins. Und Karin war für mich von Flair her nicht passend für diese Story. Ich wollte nach meinem amerikanischen Stil bleiben. Danke dafür. Okay. Mina hat nämlich geschrieben, ich hätte es so gern, weil mich das Thema interessiert. Ich deine Stimme liebe und die Autorin sehr sympathisch wirkt. Das ist schön. Mina freut sich gerade sehr, das freut mich noch mehr. Was? Es gibt noch 2x Trostpreis. Wow. Na, dann dreh dich nochmal rum. Okay. Dann gibt es jetzt noch, ach ja, das ist, habe ich unterschlag das die ganze Zeit. Es gibt eigentlich an dem Tag, an dem Lashes released wurde, gab es noch ein Hörbuch, das ich selber rausgebracht habe. Das ist eine Märchen-CD, Weihnachtsmärchen, die schon vor 2 Jahren die Patronen, die treuesten, obersten Patrons haben das bekommen. Und beide CDs sind übrigens jetzt im Angebot für heute. Und zwar mit einem geheimen Code RELASHES1, so wie Release und Lashes. RELASHES1. Ich habe den Link gerade gepostet. Während des Streams und den ganzen Abend über ist auf den beiden Hörbüchern 10% Rabatt im Etsy-Shop, also auf shop.katiwinter.de. Stopp. Zombie-Loverin. Zombie-Loverin bekommt einen Trostpreis und du bekommst die Märchen-CD. Wo ist eigentlich die Märchen-CD? Haben wir noch eine? Kannst du mal ganz kurz gucken? Ja, mach ich. Also, in dem großen, riesigen Schrank mit den vielen 1000 Hörbüchern. Mhm. Unten? Tiefer? Noch tiefer? Ah, hier. Ja, da. Tada. Diese CD wirst du von uns bekommen. Zombie-Loverin.
Da sind die schönsten Märchen drauf. Unter anderem die Schneekönigin komplett mit Musik von Krau. Der hat das so schön gemacht vor 2 Jahren. Achso, ich habe es gar nicht hochgehalten. Irgendwie die Kamera ist heute alles. Ist alles ein bisschen anders heute. Und meine Arme können heute auch nicht mehr vom vielen Baby tragen. Die Schneekönigin. Ja, sie kommt zu dir nach Hause. Ich hoffe, du freust dich. Sie sagt vielen Dank. Juhu. Ich weiß, du hast dir Licious gewünscht, aber 10% Rabatt gibt es heute. Und vielleicht kriegst du es nachher auch noch. Okay. Kannst du dir merken, wer was bekommt? Oder sollen wir es aufschreiben? Oder kannst du es dir merken? Ich schreibe es mir sonst schnell auf, hast du mir einen Zettel? Mein Gehirn ist heute not the fastest one. Lieber aufschreiben. Ja. So, okay, es war kurz still. Entschuldigung, ich habe schon das Kapitel rausgesucht. Wir machen das jetzt so. Jay ist ja noch jetzt da, das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie fragen. Ich lese jetzt noch ein Kapitel vor, welches eines meiner Lieblingskapitel ist. Es ist wunderschön und sehr traurig. Und ich werde das heute bestimmt nicht so gut rüberbringen, wie es im Hörbuch ist. Einfach, weil ich ja heute so quasi quer einsteige und da hat sich ja immer die Stimmung weiter gesteigert. Also, ich finde schon, dass es immer trauriger wird. Auf jeden Fall. Also, eine Steigerung ist da und wenn ich das schon sagen kann, der Schluss hat mich hat meine Gefühle, meine ganze emotionale Welt zerstört. Nicht nur deine. Und ich bin gespannt, was deine Lieblingsstelle ist. Also, Bex zum... Ich will spoilern nicht. Die beiden sind einfach... die erleben jetzt den Alltag gemeinsam zum Thema Pflege, aber auch natürlich zwischen Mann und Frau, was nicht sein darf, aber vielleicht sein kann oder soll oder doch nicht, wie auch immer. Und es gab eine Schlüsselszene bei einem Baseballspiel und das war Becks Lieblingsstelle. Okay. Die hat bei der Stelle war es ihr ganz anders irgendwie. Und meine eine Lieblingsstelle ist in einem sehr schwachen Moment, der dann Estelle Carson begegnet. Und jetzt geht es los. Estelle Montgomery. Obwohl ich eine Weiterbildung in der Betreuung von Angehörigen habe, kann ich Carsons Verhalten kaum ertragen. Ich habe kein Mitleid, denn ich weiß, dass ihm das nicht helfen würde. Vielmehr schmerzt mich seine ablehnende Haltung. Dabei will ich dieser Familie wirklich nur helfen. Und eines hat sein Gefühlsausbruch eben deutlich gezeigt. Also ist nicht der Gefühlsausbruch vom Anfang, nur so, es ist schon ein bisschen was passiert. Carson braucht im Moment die meiste Hilfe. Der Zorn zerfrisst alles Gute in ihm. Doch um ihm helfen zu können, brauchen wir einen Waffenstillstand. Andernfalls würde er jedes Wort und jede Handlung falsch auffassen und direkt ablehnen. Nach nur 15 Minuten habe ich der Nachtschwester alle wichtigen Informationen gegeben. Unsere Patientin liegt entspannt in ihrem Bett. Die Nachtmedikation hat sie erhalten. Ihre parenterale Nahrung läuft und ich verabschiede mich in den Feierabend. Im Vorbeigehen sehe ich Carsten aus dem Augenwinkel, der mit einer leeren Flasche spielt und leise ein Lied summt. Ich erkenne die Melodie von Ron Popes Drop in the Ocean. Mich berührt, wie er die Textzeile vor sich hin singt, während ihm die Tränen im Dauerfluss sein Gesicht hinunterlaufen. Eigentlich sollte ich weitergehen, sollte nach Hause fahren. Du hast Feierabend, schreie ich mir selbst zu. Ein Profi, zuständig für das pflegerische Wohl der Patientin, keine Retterin eines traurigen Mannes, der mich nonstop an sich abprallen lässt. Und dennoch kann ich nicht anders. Gehe 2 Schritte zurück, lehne mich an den Küchentürrahmen und betrachte ihn. Carsten hat mich entdeckt, reagiert aber nicht, fixiert mich lediglich mit seinen Augen. Ich weiß, Sie mögen mich nicht, beginne ich und mache einen kleinen Schritt auf ihn zu, darauf gefasst, dass er mich wegjagt. Eigentlich geht es mich auch nichts an, denn ich habe Feierabend und sollte nach Hause.
Sie wollen sicherlich auch, dass ich nach Hause gehe und am besten nie mehr wiederkomme. Fahre ich fort und gehe immer weiter auf ihn zu. Aber wie kann ich gehen, wenn es Ihnen so geht? Und das sage ich nicht aus Mitleid, Mr. Phoenix. Das, was mit Elena passiert ist, war ein schrecklicher Unfall, für den niemand etwas kann. Die Technik hat versagt. Sie hätte niemals gewollt, dass Sie mit ihr gehen und aufhören, selbst zu leben. Denken Sie an Cody, das Leben hat noch so viel zu bieten. Er hebt den Kopf, stützt sie mit der rechten Handfläche ab, deren Ellbogen auf dem Tresen liegt. Wollen Sie einen Kaffee? Fragt er mit schwerer Zunge und ich schwanke zwischen Begeisterung und Flucht. Automatisch nicke ich jedoch. Wackelig steht Carson auf, doch ich bitte ihn, sich wieder zu setzen und mache mich an der Kaffeemaschine zu schaffen. Elena hat immer alles hinbekommen. Sie war die perfekte Mami, die perfekte Frau. Wissen Sie was, Estelle? Manchmal frage ich mich, ob es leichter wäre, wenn sie ganz von uns gegangen wäre. Ist das nicht scheußlich von mir? Und dann sind da wieder diese Momente, in denen ich sage, nein, sie darf Cody und mich nicht verlassen. Wir wollen nicht trauern. Lieber haben wir sie so, wie sie jetzt bei uns. Während der Kaffee durchläuft, stelle ich mich ihm gegenüber, greife ohne ein Wort zu sagen nach der leeren Flasche rum und stelle sie in die Spüle. Es kostet Carson bestimmt sehr viel Überwindung, seinen Frust, seine Sorgen und Ängste rauszulassen. Und das ausgerechnet bei mir. Wie gern würde ich einfach mal wieder lachen. Aber ich denke dann sofort, darf ich das? Sehen mich die Menschen nicht schief an und denken, wie kann der Mann nur so glücklich sein, während seine arme Frau im Wachkoma liegt? Ich weiß, worüber er sich seinen Kopf zerbricht. Und so gern würde ich ihm sagen, dass er vielen in einer solchen Situation ähnlich geht. Carson muss an den Punkt kommen, an dem ihm egal ist, was die anderen reden. Wenn er wieder leben will, wenn das Verlangen nach Glück und Alltag überhand nimmt, wird er alles um sich herum ausblenden, weil nichts außer ihm selbst mehr wichtig sein wird. Warum ich nach seiner Hand greife, weiß ich nicht. Aber er lässt zum ersten Mal zu, dass ich einfach etwas tun darf, ohne schon zuvor seine Abneigung zu spüren. Was passiert ist, kann man nicht mehr ändern. Sie ist noch hier bei euch, auch wenn sie so weit entfernt wie der Mond scheint. Das ist tragisch, ich weiß. Andererseits darf man die zwei anderen Personen in diesem Haushalt nicht vergessen, die Tag ein, Tag aus ihr Leben bestreiten müssen. Ellie war leider nicht mehr Zeit vergönnt. Dennoch durfte sie ihre große Liebe finden, heiraten, ein Kind bekommen und dessen erste Jahre miterleben, bevor das Schicksal gnadenlos zuschlug. Die Seiten ihres Lebens waren beschrieben. Ihre Seiten, Mr. Phoenix, und die von Cody sind noch lange nicht voll. Sie haben das große Glück, sehen und miterleben zu dürfen, wie aus ihrem Sohn ein Mann werden wird. Es gibt für sie noch so viele bahnbrechende Dinge zu entdecken, in der Forschung und in ihrem Leben. Werfen Sie diese Chance nicht weg. Ihr Leben hat noch so viel zu bieten. Leben Sie für Ellie mit. Sie kann es nicht mehr. Aber Sie können. Ich lasse seine Hand wieder los und gehe zur Kaffeemaschine, um uns zwei Tassen einzuschenken. Zufrieden beobachte ich, wie er gedankenverloren Schluck für Schluck seinen Kaffee trinkt. Keiner von uns spricht ein Wort, aber das ist auch nicht nötig, denn es ist alles gesagt. Ja, das ist eine mitreißende Stelle. Ja, ich fand das eine der intensivsten und schönsten Momente, weil halt extrem, also es wird extrem gut beschrieben, wie es halt Angehörigen geht und wie halt die Außensicht nochmal auf diese Dinge ist. Ah, Mina sagt, ich habe so sehr Tränen in den Augen, das ist süß. Dr. Igor sagt, der innere Konflikt des Mannes kommt gut rüber und ist voll nachvollziehbar. Das auf jeden Fall. Und ich finde, man hat auch so ein bisschen den Konflikt von Estelle als Pflegerin. Gut, hier ist nochmal ein speziellerer Fall, aber wie weit gehe ich privat auch in den Beruf rein? Weil ich stelle mir das schwer vor, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag die gleiche Person pflegst und jeden Tag mit den gleichen Leuten zu tun hast. Du empfindest doch Empathie für diese Person. Du bildest eine Beziehung und ich denke, da kannst du so oder so nicht mehr groß Abstand halten und es nimmt dich mehr mit. Ja.
Besonders bei, zum Beispiel wie es hier ist, Wachkoma-Patienten, die zu Hause gepflegt werden. Man nimmt halt aktiv am Leben teil, ob man will oder nicht. Auch wenn man sagt, man trennt Arbeit und Beruf. Man hat einfach seinen Rhythmus und lebt trotzdem mit im Rhythmus der Familie, die dort lebt, kriegt das mit. Kriegt mit, wenn die jetzt Streit haben, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja, wie jetzt hier, er hatte vorher einen totalen Ausbruch und sie müsste eigentlich nach Hause gehen, aber sie geht zurück und guckt und er ist betrunken. Und ja, sie bleibt dann da und kümmert sich um ihn. Also ein wunderschönes Kapitel, aber es ist nicht die einzige gefühlvolle Stelle und genauso gibt es aber auch ziemlich lustige Stellen, muss ich sagen. Also wenn die Weiber sich da versuchen, gegenseitig auszustechen. Ja, das ist witzig. Oder was ich auch eine sehr schöne, also nicht lustig, aber eine sehr schöne Szene fand, das war das im Swimmingpool. Mhm. Das fand ich auch eine ganz schöne Szene, weil ja, es hatten sozusagen, es waren alle wieder zusammen und es war, ich will nicht zu viel sagen, aber es war halt wie so ein Ankommen, weil es war die ganze Zeit halt sehr emotional und so und das war mal so ein schöner Moment. Der nicht, so nochmal alles entspannt hat. Genau, und ja. Es hat dich nicht so zerrissen und dann, es war so wie so eine kleine Oase. Ja. Ein zum Erholen. Also der Leser oder Zuhörer, wenn ihr das Hörbuch holt, hat mal kurz so Momente, wo er sich auch mal, es ist nicht durchgängig traurig, ich sag mal, es ist berührend und es ist schön berührend, aber auch traurig berührend. Es gibt halt Momente wie das, was ich jetzt vorgelesen habe, was halt sehr mitnimmt. Aber wie Moni schon sagte, es gibt Momente, wo es harmonisch ist, wo es der Familie gut geht, wo man vielleicht auch schon ein Happy End sich vorstellen kann. Wir werden jetzt auch nicht sagen, ob das Buch Happy End hat. Da man hat ganz kurze Momente, wo man sich wirklich ausruhen kann und wo man sagen kann, oh Gott sei Dank, es gibt auch schöne Momente in dem Buch. Ja, also man ist irgendwie auch die ganze Zeit Teil der Familie. So. Es passiert vielleicht nicht gerade so viel Außergewöhnliches, sondern man erlebt den Alltag mit. Ja, aber ich denke, das macht es auch so speziell, weil du die Höhen und Tiefen dieser Familie miterlebst und auch ein Teil wirst. Und durch das, dass du beide Sichten hast von Estelle und Carson, hast du halt wie die Sicht von beiden Personen und bist da noch mehr dabei. Also du verstehst wie beide, weil in manchen Büchern hast du ja nur eine Person und dann verstehst du die Person oder verstehst die Person halt dich. Und so hast du wie, du schwankst so zwischen den beiden immer wieder und verstehst dann vielleicht mal den einen mehr und den anderen nicht. Genau, es werden gleiche Situationen, also eine Situation wird sehr oft von beiden wiedergegeben, aber der Anfang einer Situation von der einen Person, das Ende von der anderen Person. Und dadurch kann man halt, weiß man halt immer, wie auch Missverständnisse entstehen oder Konflikte, wie sie von beiden Seiten wahrgenommen werden. Ja. Ja, das macht, also ich finde, das macht das Ganze auch noch so, also es bringt einem die Figuren auch viel näher, man ist mehr dabei und man kann die Emotionen halt auch besser mitempfinden. Ja. Das auf jeden Fall. Und wie ging es dir so beim Hören? Hast du gedacht, oh Gott, ich muss jetzt in einem Rausch hören, sofort alles in einem Rush? Oder hast du gesagt, ich brauche erstmal eine Pause zwischendurch? Ich habe es mit einer kleinen Pause dazwischen eigentlich am Stück gehört, weil ich wollte dann wissen, wie es weitergeht. Und ich habe daher die Emotionen auch wahrscheinlich stärker mitgemacht, weil ich es halt immer noch präsent hatte, wie wenn man jetzt eine kleine Pause macht. Aber es hat mich sehr mitgenommen und ja, hat da am Stück. Ich denke, vielleicht, wenn man sich ab und zu eine Pause nimmt, ist es vielleicht dann nicht ganz so erträglicher. Genau. Also es ist auch so erträglich, aber ich bin so ein emotionaler Mensch. Teilweise sind mir wirklich die Tränen runtergelaufen und ja, hat mich richtig mitgenommen. Aber auch an schönen Stellen, muss ich sagen, da hatte ich auch Tränen in den Augen. Also es war beides. Es ist nicht nur traurig. Also, ich muss jetzt kurz dazu erzählen, Archie hat meist geschlafen. Ich habe das morgens immer aufgenommen, weil ich Morgenmensch bin und ich habe das halt morgens aufgenommen. Archie hat geschlafen, aufs Baby aufgepasst, so. Und irgendwann war es dann fertig und ich habe
bei einigen Stellen vorher schon, wie ich vorhin gesagt habe, richtig, richtig geheult. Mir liefen halt die Tränen so. Musste immer blinzeln, dass ich es noch erkennen kann, was dort steht. Und ich wollte halt wirklich in dem Moment nicht einfach ausmalen, sondern ich dachte, ich nehme das jetzt einfach so mit. Ich habe noch nie, egal wie traurig irgendwas war, noch nie bei einem Hörbuch, beim Aufnehmen geweint. Noch nie. Vielleicht gab es Szenen, die mich irgendwie betroffen gemacht haben, aber so richtig, nee. Und dann habe ich die Kabine zugemacht, bin rausgegangen, bin Archie in der Küche begegnet und habe gesagt, ich bin jetzt fertig. Und er hat gesagt, na, das ist ja schön. Und dann konnte ich mir an mich halten und musste noch eine ganze Weile heulen. Ja. Und er meinte dann, ah, du bist so süß, du bist so süß, du bist so süß, hat er die ganze Zeit gesagt. Und ich musste mir dann selbst sagen, es ist nur ein Buch. Aber es ist halt nicht nur irgendein Buch. Und vor allem, ich hatte halt, wie gesagt, auch einen bekannten Freund, der im Wachkoma lag. Und da kam das halt auch natürlich alles wieder hoch. Ja. So, Tatjana sagt richtig zum Weinen. Das ist es. Jay sagt, ich kann nicht aufhören zu hören. Es war wie in einem Film. Augen zu und Film ab. Das freut mich voll. Dein Lob bedeutet mir echt viel. Das ist immer meine schlimmste Angst. Also erstmal bei allen Hörbüchern Bex und Mooney hören sie und geben mir dann halt eine Liste mit, das war nicht gut. Also es steht, es ist eigentlich ihre Aufgabe, Fehler zu finden in den Hörbüchern. Schnittfehler oder Betonungssachen, die nicht so gut sind. Aussprache bei französischen Sachen zum Beispiel oder so. Oder bei Akzenten generell. Und dann kriege ich immer nur eine Liste mit negativen Sachen. Moni gibt sich dann immer Mühe und schreibt so lustige Witze mit rein, Bex auch. Und davor habe ich immer schon Angst. Und dann, wenn man erstmal nur die Kritik bekommen hat, hat man schon ein schlechtes Gefühl. Und als nächstes geht es dann halt zum Autor. Und in dem Fall die Autorin. Oh, ich hatte so eine Angst. Tja. Das war halt schlimm. Jetzt bin ich ein bisschen entspannter. Mal wurde gesagt, Kathi macht keine Fehler. Ist so. sie sagt, du hast meinem Buch Baby eine Stimme gegeben. Ich danke dir. Ja, ich danke dir, dass ich das machen durfte. Aber ich finde, du hast die Emotionen auch so gut rübergebracht. Vielleicht genau du auch, dass du das mitgelebt hast, das Buch. Dass man dann vielleicht auch, wenn man nicht so emotional ist, da schön reinschlittert und die Emotionen mitmacht, weil eben deine Betonung teilweise an traurigen Stellen. Also man hört, dass du traurig bist und das unterstreicht es gleich nochmal mehr. Und das, ich hatte teilweise wirklich Gänsehaut. Also es war richtig gut gelesen. Das war nett, danke. Einfach, dass ich nochmal gesagt habe. Das ist echt lieb, das freut mich voll. Ja, das Hörbuch spielt übrigens, weil ich es vorhin gesehen habe, ist das ein Weihnachtshörbuch? Nein, wir sind heute nur im Weihnachtspullover und Weihnachtsstimmung. Aber das Hörbuch spielt tatsächlich im Sommer, im heißesten Hochsommer ever. Es gibt halt Sommeraktivitäten, die auch gemacht werden. Ich glaube, hätte das alles noch an Weihnachten gespielt, wäre es unerträglich traurig gewesen. Aber natürlich ist die Weihnachtszeit die perfekte Zeit, um sich so ein Hörbuch anzuhören. Denn Weihnachten, ihr wisst, die Zeit der Besinnlichkeit, wenn man auch mal ein bisschen zur Ruhe kommt, das Jahr und seine eigenen Handlungen reflektiert. Ein Umgang mit anderen Menschen, wie man selbst war. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Ich mache das immer. Da denke ich mir immer, oh Gott. und dann ist man natürlich auch so ein bisschen emotionaler und mag das vielleicht auch mehr noch so als im Sommer, wenn man rausgeht, die Sonne genießt, alle sind fröhlich. Im Winter ist man immer nachdenklicher. Ich auch. Ich finde es auch wichtig, dass man halt, also ich mache das auch mit Reflektieren und so, dass man sozusagen wie frisch ins 2020 starten kann. Ja. Und ich denke, das Hörbuch ist auch gut, mal seine Emotionen freien Lauf zu lassen. Genau. Und auch mal eine Träne zuzulassen. Deswegen ist das halt jetzt die perfekte Zeit, um sich das Hörbuch zu holen. Der Nightbot hat es gerade nur mal gesagt. Bis 23.59 Uhr gibt es 10% auf Lashes und die Schneekönigin. Bei Etsy mit dem Gutscheincode RELASHES1. Die beiden sind das. Und ja, wenn ihr zum Beispiel heute bestellt, mit aller Wahrscheinlichkeit gehen die morgen gleich dann noch mit raus. So, je nach Anbieter und
Schnelligkeit des Briefträgers könnt ihr schon am Dienstag oder so hören. Oder ihr nehmt halt den Direktlink. Ja. Sollen wir nochmal eins verlosen? Und zwei? Wollen wir erst die Schneekönigin oder erst Lashes? Sonst setzt du erstmal Schneekönigin, würde ich sagen, oder? Okay. Dann. Was sollen sie jetzt schreiben? Wo. Schreibt euer Lieblings-Wintermärchen in die. Wintermärchen? Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt. Oh, Weihnachtsmärchen. Genau. Du drehst dich rum und ich werde dir sagen, wenn es losgeht, denn noch hat keiner was geschrieben. Lord of Ping sagt, ich komme dieses Jahr nicht mehr zur innerlichen Ruhe. Zum Neujahrsfest stehe ich da und lächle zurück, drehe mich um und laufe lachend in das neue Jahr. Das ist auch ein Weg. Ich meine, wir haben selbst auch kaum Zeit für irgendwas, aber ich finde so, wenn alles dunkel ist draußen und man so gar nicht mehr die Welt sieht, sondern nur noch sich in seinen eigenen vier Räumen hat und man sich dann auch mal mit sich selbst auseinandersetzen muss, ist halt der Winter die perfekte Zeit dafür. Okay, fang an. Jetzt, also irgendwann jetzt. Okay. Jetzt schreiben Menschen, ihr könnt jetzt schreiben, schreibt euer Lieblings-Weihnachtsmärchen oder Wintermärchen oder eine Erzählung, die ihr mögt, denn es gibt jetzt... Stopp! Oh mein Gott. The Real Zidane. Mein Lieblingswintermärchen ist das der Schneekönigin. Perfekt! Wow, passt! Dann bekommst du das. The Real Zidane. Zidane. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Märchen sind da eigentlich drauf, Kathi? Das ist eine gute Frage. Also, die Schneekönigin in ihrer kompletten, unzensierten, langen Form mit den 7 Geschichten. Und dann... Ja, 13 Tracks sind es sozusagen. Oh, wow. Ja, Schneekönig ist so ultra lang. Ist aber auch ein sehr schönes und auch ein trauriges Märchen. Das stimmt. Aber also, man kann so viel Krasses reininterpretieren. Ich hätte so gern über die Bedeutung der Blumen in Hans Christian Andersen Schneekönigin meine Masterarbeit geschrieben. Aber er ist Dena und ich habe Germanistik studiert. Schade, sonst hätte ich sehr gern die Blumen analysiert, denn Gerda ist in dem Garten. Mhm. Erinnerst du dich? Die ist im Garten von der Frau. Genau. Und die hat die ganzen Blumen verhext, sodass keine Rosen mehr zu sehen sind, außer auf ihrem Hut oder Kleid oder so. Und jede Blume gibt ihr ein anderes Gedicht als Rätsel und als Offenbarung, wer sie ist und so. Ist ganz komisch und auch ganz gruselig, weil da auch von Hinrichtung gesprochen wird und von Beerdigung von kleinen Kindern. Ja, ist dieser Garten nicht auch zeitlos? Steht da die Zeit nicht auch still? Das ist das, oder? Genau, okay. Genau. Es gibt keine Zeit und es gibt halt keine Rosen und es gibt gar keine Sorgen. Ja, stimmt. Die vergisst ja da dann so gut wie alles. Genau. Darüber hätte ich so gern meine Masterarbeit geschrieben, aber... Ja, ich hätte ja zum Beispiel ein vergleichendes Märchen haben können, aber mir ist kein passendes Märchen. Naja, und da habe ich Rotkäppchen genommen. Rotkäppchen hatte ich auch lange verfolgt. Ja, das ist immer noch. Mir wurde heute erst auf Instagram Bettwäsche von Rotkäppchen vorgestellt. Okay. Ja. Es ist, zieht sich sowieso einen roten Faden durch dein Leben. Ja, wie ein Rotkäppchenfaden. Stimmt, passt ja sogar. Okay, The Real Zidane. Mhm. Schreib das mal auf. The Real Zidane. Sind wir schon mal in Kontakt gekommen? Haben wir auf irgendeine Art und Weise deine Adresse gehabt? Beziehungsweise bist du dann auf Discord, sodass du mit Archie in Kontakt kommen kannst? Oder auf Instagram? Ich bestelle mir damals dein Buch Koma als erschienen. Kannst du bitte dieses Mal ebenfalls Fankarten nach Ungarn mitschicken? Oh Gott, nach Ungarn. Riftel Porto. Ja, kannst du mit Archie nochmal in Kontakt gehen? Also ich schicke dir Autogramm mit. 86 ist das im Namen, oder? Ja. Okay. Es zieht sich wie ein rotes Käppchen durch dein Haar. Ja. Okay. Nun gibt es nochmal Lashes. Danke. Okay, das freut mich. Ah, das freut mich, Onkel Brody. Den Stream damals auch, glaube ich, hochgeladen, ja? Mit Rotkäppchen, der wahren Bedeutung. Ich kann euch sagen, dass es im nächsten Jahr noch ein paar Märchenforschungen meinerseits geben wird, denn
Es war, also wäre jetzt YouTube nicht dazwischen gekommen, wäre ich tatsächlich in der Märchenforschung auch geblieben. Aber jetzt mache ich ja YouTube. Aber ich gehe ein bisschen wieder zurück. Ich muss mir da ein bisschen Zeit freiräumen. Vielleicht streiche ich einfach ein paar Formate auf YouTube. Aber es wird nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Märchenforschung geben. Und ihr werdet auch sehen, dass ihr auch davon profitiert. Okay. So. Nun gibt es noch einmal Lashes. Auch wieder das Märchen, oder? Ja, schreibt einfach wieder euer Lieblings-Weihnachts- oder Wintermärchen. Und wenn ihr anfangt, dann müssen nämlich alle jetzt nicht so überlegen, dann sagst du irgendwann wieder Stopp. Ja, ich drehe mich schon mal um. Die Bartfee. Wie geht Märchenforschung? Naja, man setzt sich halt mit der Literatur auseinander und mit den kulturgeschichtlichen Hintergründen, mit Bedeutung, Analysen, Ursprung, Symbolen von Märchen, guckt, welche alten Versionen und Varianten es gibt. Zum Beispiel, woher stammt das Märchen? Ist es ein Kunstmärchen, also wo sie sich's ausgedacht, oder ist es ein Volksmärchen, das heißt, es wird weitererzählt von alten Frauen. Du kannst übrigens anfangen, irgendwann Stopp zu sagen. Gibt es die Bartfee auch als Märchen? Nein, leider nein. Die Bartfee kommt nachts zu dir ins Zimmer und legt dir einen Bart unter das Kopfkissen. Sie rasiert deinen ab und legt einen fremden Bart unter dein Kopfkissen. Oh Gott, das wäre sehr cool. Das wäre eine Creepypasta, ja. Ganz genau. So, seltsam. Ja, auf jeden Fall, das ist Märchenforschung. Und das habe ich total gern gemacht. Stopp. Oh mein Gott, Lord of Ping. Lord of Ping hat Lashes bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und ich lese auch. Frau Holle höre ich gern, hat er gesagt, und lese ich auch. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst Lashes. Schreib am besten Archi. Archi kümmert sich drum, denn ich verliere den Überblick bei Dingen, die einfach passieren. Ich bin ein unwahrscheinlich verwirrter Mensch. Nur damit ihr nochmal Bescheid wisst. Danke, sagt er, mache ich. So. Ach Gott, bist du immer noch aufgeregt? Immer noch ein bisschen, ja. So. Archie kümmert sich schon. Sag ich immer. Er ist der Kümmerer. Okay, ja. Das klingt falsch. So, ja, auf jeden Fall, das ist Lashes. Und für alle, denen ich heute ein bisschen Appetit drauf gemacht habe und auch denen ich keinen Appetit machen konnte, hört es euch trotzdem an. Der Appetit kommt. Wenn das jetzt noch nicht gereicht hat, es wird trotzdem euch gefallen. Auf jeden Fall. Ihr könnt es halt, wie gesagt, auf Etsy bestellen als CD. Wenn ihr es so in einer Form haben wollt, könnt ihr euch ins Bücherregal stellen. Steht es bei dir im Bücherregal? Ja, ich brauche allgemein ein größeres Bücherregal, aber sie stehen bei mir zuvorderst. All deine Hörbücher, die meinen DVDs. Das freut mich. Ja, also könnt ihr euch holen. Heute gibt es 10% mit dem Code RELICIOUS1. Aber nur heute, das heißt, wenn ihr auf YouTube, die ihr heute nicht dabei wart, weil ihr zum Beispiel arbeiten müsst oder so, das hört und seht, dann gibt es diesen Code nicht mehr, was eigentlich sehr schade ist. Aber es gab auf Instagram schon einen Code. Und warum folgt ihr mir da nicht, frage ich euch an dieser Stelle. Tut es. So. The Resident sagt, ich kann mit Archie via Discord nicht chatten, weil irgendwas eingestellt ist. Kannst du ihm bitte Bescheid sagen? Er liest mit, aber eigentlich... Bist du auf dem Discord-Server drauf? Komm auf den Discord-Server. Weil wenn man auf dem gleichen Server ist, sollte man ihn eigentlich anschreiben können. Ja. Komm auf den Discord-Server, wir haben Kekse. Onkel Brody, der es ja auch gehört hat, sagt, Lashes ist super, ist emotional und wunderschön. Und viele kennen Onkel Brody. Onkel Brody ist der den Tee erfunden hat. Und wenn er sagt, es ist wunderschön, und er hat schon viel geschrieben, wer es allen Schrecken eingejagt hat, Lauras Adventskalender. Oh ja. dann hat das schon was zu bedeuten. Erdbeertee, ganz genau. Ja. Der wunderbare Erdbeertee. Ja.
Mina sagt, meine Kathi-Bücher und Hörbücher stehen direkt neben King und Fitzek. Also genau richtig. Ah, Mina. Ja. Aber da hat sie recht. Mabudo sagt, sein Teekonsum ist tot, dank Onkel Brody. Ja, so. Gut, also das war heute mal nur ein kleiner Auszug. Ich lese ja sonst immer so eine halbe, dreiviertel bis Stunde vor als Hörprobe oder Leseprobe. Das mache ich halt vor allem bei Büchern, die halt sehr dick sind. Das Hörbuch geht 4 Stunden. Es wirkt dünn, aber es ist tatsächlich viel, was da passiert. Aber ich denke mir, ich will nicht zu viel spoilern, denn jedes Kapitel an sich ist ein Erlebnis. Mhm. Und ja, auf jeden Fall. Also jedes Kapitel fast schon ein anderes Gefühl oder es steigert das Gefühl oder es senkt es wieder. Wie gesagt, diese Wohlfühlkapitel und dann ist man wieder total traurig, weil die Autorin schafft es immer wieder auf gewissen Punkten wirklich den Nerv zu treffen, der dann direkt das Gefühl weckt. Und du hast es mit deiner Stimme noch so unterstrichen, dass das wirklich eine Achterbahnfahrt für die Gefühle ist. Also ja, es ist sehr intensiv und ich konnte jetzt an sich keine besseren Kapitel raussuchen, weil es perfekt gepasst hat. Meine Einführung, dass man so die erste Begegnung hat und das Umfeld beschrieben wird und dann so eine emotionale Szene ist nicht die einzige, ist aber ein sehr schönes, eine meiner Lieblingsstellen. Ja, so. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, wir haben alles zum Buch gesagt. Holt es euch auf jeden Fall. Eine sehr große Empfehlung. Hört auf den Waschbären. ja, wir gehen morgen auf den Weihnachtsmarkt. Yep. Das wird schön. Ich war dieses Jahr noch auf keinem deutschen Weihnachtsmarkt und die deutschen Weihnachtsmärkte, die sind speziell. Also, okay, das klingt falsch. Die sind nochmal extra schön. Ja, das will ich ja meinen. Das meinte ich. Nicht speziell klang falsch. Wir waren gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich konnte es nicht so richtig genießen. So, Archie war mit Levi vor ein paar Tagen alleine, mit seinen Arbeitskollegen. Und da hängen so Sterne, die das alles beleuchten, den Weihnachtsmarkt. Und Levi hat sich das angeguckt und ganz viel erzählt mit den Leuten. Und alle so, oh mein Gott. Ja. Aber wir waren gestern da und da war er nicht so gut drauf. Okay. Und dann macht das keinen Spaß. Gucken, wie er morgen drauf ist. Hoffen wir, dass er wieder die Sterne interessant findet. Ja. So, alle gehen auf den Weihnachtsmarkt. Levi hat die Männerrunde gefallen. Ja, ich war mit einer Mutti da und ihrem Baby. Das war ihm wahrscheinlich zu viel girly things. Ja. Jay sagt, ich danke euch für eure Fragen und das Interesse an meiner Seelengeschichte. Und ich hoffe, dass ich das Interesse jetzt noch ein bisschen mehr wecken konnte. Ich bedanke mich auch bei dir, Jay, dass erstmal du heute hier bist. Hätte ich das gewusst, hätte ich nochmal eine Story gemacht, die du teilen kannst. Aber ich habe gar nicht... Ich dachte, du bist auf der Messe. Ich dachte, du bist halt gar nicht da. Was ist los? ja, sonst hätte ich das gemacht. Und dann nochmal danke, dass ich es lesen durfte. Das war fantastisch. Ja. Es war auf jeden Fall eine tolle Arbeit von euch beiden. Das Buch ist super und die Vertonung auch mega. Danke. Ja, und es war auch sehr lustig, heute mit dir zu streamen, Moni. Ja, ich hoffe, ich habe das gut gemacht. Ich war ein bisschen, und ich bin immer noch sehr nervös. Naja, wir werden ja demnächst nochmal streamen, wenn es um die unheimlichen Erlebnisse geht. Mhm. Haben wir da schon Ansendungen? Ja, noch nicht so viele. Also wenn ihr noch ein unheimliches Erlebnis habt, das ihr mit uns teilen wollt, könnt ihr das an stream@katiwinter.de senden. Dort wird es dann für uns bearbeitet. Und wenn ich gerade dabei bin, schreibt uns doch bitte rein, unter welchem Namen ihr im Stream genannt werden dürft. Also ob ihr anonym bleiben wollt, richtiger Name oder Nickname. Ja. irgendwann muss mich mal daran erinnern, wenn ich am PC sitze, dass ich noch ein Bild dazu mache, das man teilen kann.
Ja, ich versuche dann nochmal für Facebook oder so. Ja, Facebook-Aufruf. So, also, ja, am Sonntag ist ja Weihnachtsmärchenzeit, Kinders. Ich hoffe, ihr schaltet um 17 Uhr auf Twitch ein. Wir lesen eine Weihnachtsgeschichte. Ich weiß noch nicht welche. Ich muss mal gucken, ich habe ein paar Bücher. Ja, ein paar wenige. Findest bestimmt irgendein Märchen. Ja, ganz sicher. Es sind Trilliarden Bücher, die ich hier habe. Und am Mittwoch ist Archie im Stream und der spielt ein Spiel mit euch. Ganz genau. Denkt darüber nach bis Mittwoch. So, ansonsten schön, dass ihr heute da wart, dass ihr euch auch so beteiligt habt. Ich liebe die angenehme Stimmung. Ja. Willst du noch was sagen? Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es war was ganz anderes, ja, hier zu sitzen. Und ja, der Chat war wie immer toll. Und es war auch mal speziell, nicht im Chat dabei zu sein. Und ja, ich bin immer noch nervös und rede nicht so viel Sinnvolles, merke ich gerade. Alles gut, ich fand es sehr sinnvoll. Gut, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Und schön, dass ihr da wart. Schreibt noch ein paar Herzen rein. Spammt bitte den Chat noch eine Minute lang voll. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und allen viel Spaß, die das Hörbuch jetzt bestellt haben oder gewonnen haben oder sich jetzt runterladen auf Bandcamp. Dem wünsche ich ganz viel Freude damit. Und allen anderen lege ich es nochmal ins Herz. Macht das, genau. Holt es euch. Ja. So, dann gute Nacht und bis dann. Gute Nacht.